Ein Edelbrand ist nur so gut wie das Obst, aus dem er gemacht wird. Das weiß auch Christian Schmid, Geschäftsführer und Brennmeister bei der Edelbrennerei Erber. Insgesamt 400 bis 500 Tonnen Obst bezieht das Unternehmen jedes Jahr von Bauern aus den Bergregionen Österreichs und Südtirols. Das ist immer mein Spruch, wo sie oben nicht reinhauen, kann ich unten nicht rauskriegen. Man muss da schauen auf vollreifes, pflückreifes Obst. Ganz wichtig ist auch, wie reif, wann ist genau der Knackpunkt, wann ist es verwendet. Das ist von Obst zu Obst verschieden. Das Obst wird sofort nach der Ernte zur Maische verarbeitet und durch Zugabe von Hefe zur Gärung gebracht. In vier Tanks mit insgesamt 75.000 Liter Fassungsvermögen bekommt die Maische Zeit, um den Zucker in Alkohol umzuwandeln. Wenn die Gärung vorbei ist, wird es dann nur mehr auf Qualität geprüft. Wir haben ein eigenes Labor, wird dann eigens noch Restzucker und Alkohol gemessen. Es wird dann unterirdisch heruntergepumpt in diese drei Kessel. Das sind die Rohbrandkessel. Bei uns wird alles zweimal gebrannt. Das heißt einmal Rohbrand und das zweite Mal der Feinbrand. Bereits seit Jahrtausenden nutzt und genießt der Mensch Alkohol in verschiedensten Formen. Neben dem Wein kannten schon die Griechen die Grundprinzipien der Destillation. Aber erst 1000 Jahre nach Christus begann man in italienischen Apotheken und Klöstern, das Destillieren von Spirituosen zu professionalisieren. Zuerst als Medizin, dann immer öfter für den reinen Genuss. Bei uns in Tirol ist das Handwerk des Schnapsbrennens seit Jahrhunderten überliefert. So wurde den Vorfahren der Familie Erber das Brennrecht im Jahre 1651 verliehen. Die Erfahrung und das Wissen um das alte Handwerk wurden von Generation zu Generation weitergegeben und verfeinert. Auch heute noch werden in der ältesten Kupferbrennerei Österreichs die edlen Tropfen nach der alten Tradition doppelt in Kupferkesseln gebrannt. Kupfer hat gegenüber den Erdelstahl den Vorteil, dass die schwefelhaltigen Stoffe, die sich im Alkohol befinden, an der Wand hängen bleiben. Und da kriegt man am nächsten Tag keinen Kupfer. Und das Kupfer hat auch den Vorteil, es ist ein besserer Geschmacksträger als das Edelstahl. Man kann da einfach mehr Aroma rausholen. Für den Erfolg sind neben der modernen Technik vor allem aber das Können und die Erfahrung des Brennmeisters entscheidend. Ja, es ist schon ein sehr aufwendiger Beruf. Da hat eigentlich jeder seine eigenen Geheimnisse. Die muss man einfach mit den Jahren draufkommen. Das hat man oder hat man nicht. Man kann das schwieriger erlernen. Ein weiterer Faktor für die ausgesprochen hohe Qualität der Edelbrände liegt im reinen Bergquellwasser. Beim sogenannten Einstellen wird der Edelbrand mit dem Quellwasser gemischt, um die richtige Trinkstärke zu erreichen. Nach dem Brennen werden die Destillate mindestens 2 bis 3 Jahre gelagert. Einige davon sogar längere Jahre unter besonderer Beobachtung in Holzfässern. Das verleiht den Edelbränden einen goldigen Farbton und feinste Aromen. Insgesamt werden pro Jahr über 100.000 Liter Edelbrände, Schnäpse und Liköre abgefüllt. Die Edelbrände aus dem Hause Erber werden in alle Welt exportiert. Auch auf internationalen Prämierungen sind die Destillate aus Tirol ein gern gesehener Gast. Ja, das bedeutet uns sehr viel, weil das natürlich unsere Selbstprüfung ist. Nach außen, wir wissen genau, dass wir auch richtig abtrennen mit Geruchs- und Geschmackssinn. Und uns ist es sehr wichtig, dass der Kunde da auch die richtige Orientierung hat. Bis jetzt hat es jeder eingereichte Schnaps in die Wertung geschafft. Dazu kommen unzählige Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Auch in der Heimat der Erber Edelbrände gibt es kaum einen Anlass, bei dem die feinen Spezialitäten fehlen dürfen. Ob bei traditionellen Umzügen wie dem Antlassritt oder regelmäßigen Platzkonzerten, als treuer Begleiter bei Bergwanderungen oder als eleganter Digestiv in der gehobenen Gastronomie. Ein ganz besonderes Erlebnis bietet die neu gestaltete Erlebniswelt in Brixen. Dort kann nicht nur ein Blick in die Brennerei geworfen werden, sondern auch nach Lust und Laune durch das Sortiment an Edelbränden und Likören verkostet werden. Mit dieser Investition hat die Brennerei Erber einen weiteren Schritt in eine erfolgreiche Zukunft gesetzt. Ganz nach dem Credo von Brennmeister Christian Schmid: Qualität hat Verantwortung.